So, dass du diese Songs nicht auswendig kannst, ja, ich spiele sie ja trotzdem nicht jeden Tag, TJ. Ich spiele sie ja trotzdem nicht jeden Tag. So, da ist er. Wir sind durch, ja? Ja, ja, Sphero. Wir sind durch. Wir haben alle 6 Skuldies, also wir gucken jetzt hier nochmal rein, ne? Alle 6 Skuldies, alle 200, guck mal. Guck mal diese grandiose Zahl an, Alter. Das ist... Ah, ist das schön. Das tut so gut, das zu sehen. Also, wir haben alle Herzteile, ne? Wollte ich nur mal sagen. Wir haben hier alles. Wir haben die goldenen Skuldies. Wir haben alle Songs. Wir haben alle Amulette, alle Edelsteine. Alle Erweiterungen. Alle Items. Also, Equipment-Items. Alle Items hier. Wir sind durch. Und jetzt kommt die Belohnung. Soll ich mit ihm sprechen, ja? Soll ich das tun? Oder soll ich lieber gehen? So, ich gehe wieder, ne? Wir spielen einfach das Spiel durch und wir werden einfach nie erfahren, was er uns gibt. Oder? Ich glaube, wir machen es einfach nicht. Komm, let's go. Hier ist ein Token of my oppression. Es ist wie immer. 200 Rubine. Das ist so traurig. Das ist überhaupt keine Belohnung. Warum macht Nintendo sowas? Wenigstens in dem Hack hätten sie es machen können, oder? Wenigstens in dem Hack hätten sie irgendwas Geiles reinmachen können. Das ist doch scheiße. Ich weiß nicht. Ich finde das blöd. Also, für mich ist das halt keine Belohnung. Einfach Geld. Ich meine, klar, du bekommst jetzt unendlich Geld. Du gehst immer wieder rein und raus, kriegst Kohle, weißt du? Aber was bringt dir denn das? Die hätten doch da einfach das krasseste Item reinmachen können, oder? So ein... Was weiß ich? Ein Imba-Schwert. Irgendwas, was sich halt richtig krass lohnt. So fühlt man sich doch irgendwie so ein bisschen verarscht. Ja, du hast das gesammelt, geil. Aber eigentlich kriegst du nichts für. Naja. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt erwachsen machen. Die Maske der grimmigen Gottheit einbauen. Genau. Ein goldenes Masterschwert. Das wären doch Belohnungen, oder? Einfach eine Imba-Rüstung, die dich unbesiegbar macht. Für Rubine. Das wäre was. Ne, quasi diese goldene Rüstung, diese Ritterrüstung aus Twilight Princess. Das wäre zum Beispiel auch was. Immer noch besser als ein goldener Kackhaufen. Das alles wäre doch echt cool. Am besten ein Schwert mit Stärke 3000, das gar noch one-hittet, ja. Den Grog-Kothaufen. Ach ja. Das wäre doch alles cool. So. Welches Outfit ziehen wir denn an, Leute? Was sagt dann? Gelb? Wollen wir gelb nehmen für Ganondorf oder wollen wir doch lieber weiß nehmen? Was meint ihr? Und wir spielen natürlich mit unserem Bikoron-Schwert. Ist ja wohl logisch, weiß. YouTube löscht Kommentar. Ja, Scheißhaufen geht halt nicht. Eisenstiefel, was? Okay, wir wollen bei Eis bleiben. Weiß bleiben. Alles klar. Soll ich mir nochmal eine Mana-Bottle kaufen? Ich glaub fast ja. Warte mal, Ocarina habe ich auf Kurzwahl. Ne, warte. Das kriege ich nie auf die Ketten, ne? Ich muss mir das angucken. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Links, rechts, rechts. Ja. Ultra Instinkt. Maronus hat echt alles übertroffen, ja. Halt echt traurig. Was sagt ihr denn zu den 17 Toten, die ich jetzt im letzten Ende bekommen habe? Also 17 Tote ist doch eigentlich voll okay, finde ich, oder? Mit 17 Toten kann man in dem Projekt, glaube ich, gut leben. Hallo Marco! Plus die ganzen Strafen und so weiter in diesem krassen Game. Also am Anfang haben wir halt richtig aufs Maul bekommen, das war ja klar. Aber ich muss sagen, Strafe für jeden Tod ein Große. Was ein Große? So, jetzt gehen wir nochmal schön in den Shop rein.
Kaufen uns ein bisschen Mana und so. Ne? Finde 17 voll gut. Ich hatte mehr gehabt. Ich hätte mehr gehabt und irgendwann aufgegeben. Ja. Glaub nicht, dass du aufgegeben hättest. Ich hab doch schon für jeden Tod eine Strafe bekommen. Shadow. Genau, ich hatte mehr Strafen als Tode bekommen. Das ist ein gutes Ergebnis. Richtig. So. Gehen wir uns nochmal was Schönes kaufen, würde ich sagen. Erstmal hier einen schönen Fisch gönnen. Ne, wir holen uns jetzt auch ein bisschen Mana. So. Let's go. Ja, das mache ich gerne. Kakariko abfackeln. So, da würde ich sagen, den Lichtpfeil nehmen wir mit, eine leere Flasche. Und dann geht's los. Es geht los, Leute. Ab ins Finale. Ich feiere das Zelda Ocarina of Time plus Majora's Mask Combo Randomizer Projekt. Das freut mich wirklich sehr. Das freut mich sehr. Ich find's auch mega. Bisher auch mein Liebstes. Wer weiß, vielleicht kommt noch 18 gegen Ganon. Na, möglich, ja. Wundere mich nur, ich spiele Ocarina of Time bestimmt seltener als du und mich könntest du nachts wecken und ich könnte dir jeden Song runterbeten. Runterbeten. Nicht jedermanns Sache. Naja, manche haben halt Langzeit und manche haben halt Kurzzeitgedächtnis, ne? Das ist halt wieder so Unterschied. Also, ich sag mal so, wenn ich lange Zeit was nicht mache, dann vergesse ich das halt einfach wieder, damit ich Platz für andere Sachen habe. Ist halt einfach so bei mir. So. Ich dachte mir im Kombi-Part heute, wann merkt Chris, dass er der Hammer als Kind... Ja, ich hab das halt auch erst gemerkt, als ich im Menü war. Ne, das ist halt das. Ich denke auch, es hat halt viel mit dem Let's Play auch an sich zu tun, wenn man... bis man Sachen merkt und so weiter. Weil, wenn du normal zockst, du redest halt nicht, du konzentrierst dich mehr aufs Game. Du konzentrierst dich auch nur auf einen Bildschirm. Ich gucke halt auch ständig auf meinen rechten Bildschirm, ob die Aufnahme noch läuft. Jetzt hier im Chat, im Livestream, gucke ich auch auf den Chat. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Guck auf irgendwelche Parameter hier drüben, wie viel Speicherplatz ich noch übrig habe. Wie hoch meine CPU-Auslastung gerade ist. Also Sachen mache ich ja. Kommt außerdem noch dazu, ich habe einen viel kleineren Spielbildschirmbereich als ihr, weil ich habe hier ja auf einem Bildschirm quasi das Spiel, den Chat und mein Rad, auf dem ich drehe. Das kommt ja alles dazu. Und das sind alles so Sachen, glaube ich, die halt noch dazugehören, die man dann halt immer nicht vergessen darf. Und außerdem spiele ich ja das alles nicht am Stück. Ihr könntet ja sagen, ihr guckt das alles am Stück oder nach einem Tag. Bei mir sind manchmal 3 Tage Pause, manchmal 1 Woche Pause. Bald fahre ich in Urlaub, dann habe ich 2 Wochen Pause. Das kommt ja alles noch dazu. Ja, das müsst ihr halt alles noch so im Hinterkopf behalten. Bei solchen Dingen. So. Aber naja. Jetzt geht's los. Wir gehen ins Finale. Wir müssen ja einfach nur noch durchlaufen. 10 Jahre Pause. 10 Jahre Pause hoffe ich nicht. Ich versuche schon eigentlich immer, dass ich eigentlich versuche, immer abwechselnd aufzunehmen. Aber manchmal geht es halt auch nicht anders. So, Gegner müssten hier eigentlich gar keine mehr sein. Wir müssten wirklich einfach... Achso, wir sind jetzt in den Dungeon gekommen, by the way. Wir müssen drehen. Ein paar Feen zur Sicherheit mitnehmen. Ah, brauche ich nicht. Was? Nein. Okay. Alles klar. Kriechen. Wir machen heute Ganon ohne Schwert. Geht das überhaupt mit dem Hammer? Ich bin gespannt. Also Ganon, ja. Ganondorf, weiß ich gar nicht. Geht Ganondorf ohne Schwert? I don't know. Müssen wir mal ausprobieren. I will see.
So, außerdem, warte mal ganz kurz, ich ziehe mir nochmal ein paar Hoverboots an. Achso, die habe ich auf Kurzwahl. So. Seid ihr bereit, Leute? Achso, wir haben ja hier noch ein paar Krüge, da kann ich mich auch noch ein bisschen aufladen. Für den letzten Kampf auf mehr Sachen verzichten. Was soll ich noch verzichten? Ja, okay, finaler Hieb muss ich auf jeden Fall machen. Den finalen Hieb muss ich machen mit dem Masterschwert. Aber ansonsten... Ansonsten sollte das auch ohne gehen. Bin ich mir relativ sicher. So, Garnol hat einen Verteidigungsbuff. Oh ja, krieg mal schon hin. Wird nochmal interessant werden. Feen verzichten, Bogen und alles andere. Ja, ja, ich wollte es sowieso gar noch mit Flasche machen. Ich habe nur kein Schwert. Ich mache jetzt nicht alles ohne Feenbogen und so weiter. Das geht ja auch gar nicht. Ich muss den ja mit dem Lichtpfeil abschießen. So, es geht los, Leute. Das grande Finale beginnt. Hinter dieser Tür ist Garnon. 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 Garnondorf. Ich bin gespannt, ob es ein paar Veränderungen gibt hier in dem Hack. Seid ihr bereit? Es geht los. Er hat jetzt pinke Haare. Ah. Und er hat ein Kind. Er hat außerdem noch ein Kind. Schade, er hat keine pinken Haare. Warum nicht? Garnon. Es ist Zelda. Ich werde ja sowieso geheilt. Ah, die Musik, das ist einfach so ikonisch, oder? Wie der da sitzt auf seinem Klavier, das... Boah. Jetzt geht's los, Leute. Oder Orgel, okay, wir sind an der Orgel, das, ihr habt recht. So, die drei Parts of the Triforce sind vereint. Jetzt geht's los. Ach, Garnon. Ist mein Lieblings-Ganondorf übrigens. Der sieht einfach am besten aus, oder? Was sagt ihr? Welchen Ganondorf findet ihr am coolsten? Und er steht. Ja, okay, er steht. Er steht da und... Und spielt seine Orgel. Alles klar. Great King of Evil, Ganondorf. Okay, ihr seid da alle... Relativ bisher derselben Meinung, TP. So, es geht los. Geht schon klar mit der Flasche, ne? Da, 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 du, du. Oh, das war knapp. Ich dachte, ich habe ihn getroffen. War aber nicht so. La, 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 la. Ja, ich mache das öfter. Ich treffe mich manchmal auf dem Nachmittagstee mit Garnondorf. Danach spielen wir eine Runde Volleyball. Das ist eigentlich immer relativ entspannt, muss man sagen. Es ist halt auch nicht so, dass einer von uns gewinnen möchte. Wir machen das einfach nur zum Spaß. Versuchen auch so, dass der Ball halt... relativ gut für jeden zu haben ist. Okay. War doch eine gute erste Runde, oder? Oh shit. Ja, das war scheiße. Da war ich ein bisschen zu früh dran. Oh, 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 oh. Ist immer so lustig. Okay.
Okay, zweimal Sprungattacke. Und weiter geht's. Oh, was war denn jetzt los, Garnen? Ich bin enttäuscht von dir. Ich bin enttäuscht. Einem über 2 Meter Mann Volleyball spielen? Nö, warum soll ich Angst haben? So, das ist jetzt scheiße? Das ist jetzt scheiße. Oh, das war auch scheiße. Papa, komm ich ja passend zum Kampf. Ja, genau. Wir sind gerade mitten dabei. Wir hämmern gerade voll rein. Beim Aufladen mit dem Pfeil auf ihn schießen? Echt? Normalerweise mache ich immer Wirbelattacke. Das ist quasi auch ein Instant-Treffer. Wenn du Wirbelattacke machst, wusste ich gar nicht. Na toll, 5-mal daneben gehauen. Okay, probiere ich dann mal aus, wenn er wieder auflädt. Bam, bam, bam. Aber ich glaube, wir haben es jetzt auch schon geschafft. Ja, das war's. Das war's mit Ganondorf. Bleibt nur noch seine böse Hälfte. Wenn Ganon am Chargen ist, kannst du so ein Lichtfeuer auf ihn knallen. Das sind gute Tipps, ich wusste das nicht. Also, ich bin ehrlich, ich habe immer eine Wirbelattacke gemacht, wenn die Dinger auf mich zukamen. Und wenn du in dem Moment halt eine Wirbelattacke machst, fliegen all die Dinger auf ihn zurück und es ist halt auch ein Instant-Treffer. So habe ich das immer gemacht. Und du konntest du dich noch retten. Ja, weil ich Schwert in der Hand genommen habe. Ne? Das habe ich aber als Effekt gemacht. Ah. Wann hatte Ganondorf eine gute Seite? Ja, er hat halt eine Schokoladenseite. Findest du nicht? Die andere Seite ist schon hässlich. So, komplett ausgebrannt. Ich bin jetzt gespannt. Oh, das ist jetzt natürlich eklig. Wenn ich auf Zeit gegen diese Skeletttypen kämpfen muss. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit kürzer in dem Heck. Das weiß ich nicht. Ah ja, ist klar. Okay. Also ich werde das Masterschwert nur für den Final Heap nehmen. Pitiful Man. Pitiful Man. Was ist Pitiful? 5 Sekunden Zeit. Safe State. Ich glaube, wenn die Zeit abläuft, muss ich einfach von vorne anfangen. Safe State machen wir nicht. Wir ballern hier voll rein. 2 Minuten? Sind es normalerweise auch 2 Minuten, Leute? Oh, Frame-Einbrüche. Aber Frame-Einbrüche sind irgendwie immer normal gewesen, wenn man hier den Turm runtergeht. Zelda! I need you! Es sind nochmal 3 Minuten! Ja, geil! Scheiße! Das wird natürlich mega interessant jetzt mit dem Hammer. Komm, lauf weiter! Komm, zügig! Hopp, 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 hopp! Brauchst ein paar Hasenohren oder was? Meine Güte. Ist keine Zeit, hier Prinzessin zu spielen. Zieh doch mal die Stiefel aus. Nö, ich mag meine Stiefel. Du musst gegen Ganondorf aber auch auf was achten, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, ich glaube ab Phase 2, ne, musst du quasi zwanghaft mit dem Masterschwert draufhauen, oder? Den Feuerentfernung kann er auch nutzen. Sei froh, dass du nicht die Eisstiefel an hast. Das war natürlich auch eklig. Komm, Zelda, hopp, hopp. Zelda soll ihren königlichen Hintern bewegen, genau. Willst doch bald mal selber die Welt retten.